Heute schauen wir uns mal an, wie du mit deinem Smartphone bessere Aufnahmen machen kannst. Schritt Nummer 1, und das ist tatsächlich das allerwichtigste, Licht. Ihr seht es schon, ich filme jetzt hier gerade in der dunklen Umgebung. Ich mag einfach dieses Setting sehr gerne. Hier von der linken Seite ist ein kleiner Scheinwerfer. Im Hintergrund haben wir noch so ein bisschen Belichtung. Und am Großen und Ganzen ist das Ganze sehr dunkel gehalten. Dieses Setup ist mit einem Smartphone teilweise etwas schwieriger. Deswegen empfehle ich euch tatsächlich, wenn ihr vor der Kamera sprecht, arbeitet bei ganz natürlichem Licht, das von draußen reinfällt. Das heißt, setzt euch am besten vor ein Fenster. Am allerbesten ist es natürlich, wenn ihr jetzt auch noch andere Sachen filmen möchtet, dass ihr nicht bei einem extrem sonnigen Tag filmt, sondern am besten bei einem Tag, der bewölkt ist. Denn durch dieses bewölkte Sein, beziehungsweise dadurch, dass das Licht eben ähnlich wie durch so eine Softbox auf die ganze Oberfläche scheint, habt ihr keine extrem harten Schatten und alles ist nicht überbelichtet oder einfach viel zu dunkel. Das hilft euch tatsächlich dann auch, um einfach in der Nachbearbeitung die ganze Geschichte wesentlich entspannter angehen zu können, wo wir schon beim nächsten Punkt wären, und zwar Nachbearbeitung. Schaut, dass ihr eure Videos, die ihr auf eurem Smartphone aufnimmt, tatsächlich auch nachbearbeitet. Ich meine, ja, man kann einiges auch so posten, ich empfehle euch aber tatsächlich, zumindest gewisse Grundsettings mal einzustellen. Dazu gibt es zukünftig nochmal ein Video, also bleibt gerne hier, abonniert den Kanal, damit ihr auch dieses Video nicht verpasst, wie ihr am besten anfangt, eure Videos und Fotos zu bearbeiten. Um natürlich aber auch zusätzlich zum Licht und zur Nachbearbeitung die ganze Geschichte vernünftig gestalten zu können, bietet sich natürlich auch an, gewisse Settings in der Kamera einzustellen. Das heißt, filmt nicht in 180p, sondern filmt in 4K. Das heißt, wenn ihr etwas hochladet, wo die Komprimierung nicht so stark stattfindet, wie das zum Beispiel bei Reels ist, wo es besser ist, in 1080p zu filmen, filmt in 4K. Auch wenn das nur Upscaling 4K ist und nicht das 4K, das ich jetzt hier zum Beispiel mit meiner Sony Alpha aufnehme, habt ihr dennoch mehr Daten im Bild gefangen. Und umso mehr Bilddaten ihr habt, umso besser könnt ihr natürlich im Nachgang das Ganze farblich korrigieren bzw. einfach gewisse Einstellungen treffen, die mit 1080p in der Form nicht unbedingt möglich wären. Und ja, es bietet sich natürlich auch an, weil ihr im Nachgang noch ein bisschen, sagen wir mal, ein Cropping machen könnt bzw. einfach das Bild noch ein bisschen vergrößern könnt, gewisse Bildausschnitte eben in den Fokus holen könnt, was mit 1080p einfach auch nicht wirklich gut funktioniert. Bei den allerneuesten Smartphones ist es auch so, dass ihr die Möglichkeit habt, softwareseitig einen Tiefenschärfeneffekt hinzuzufügen. Das heißt, der Hintergrund hier ist ja auch nicht scharf, sondern unscharf, und dadurch setze ich mich eben vom Hintergrund ab. Und genau das könnt ihr eben auch mit dem Smartphone mittlerweile softwareseitig lösen. Hardwareseitig funktioniert das Ganze nicht. Das liegt einfach daran, dass der Sensor zu klein ist, beziehungsweise auch die Linsen das Ganze in der Form nicht so wiedergeben können, wie das eben bei einer Kamera ist. Da ist es ja tatsächlich einfach ein physikalischer Effekt, der auftritt, wie das eben im Auge auch stattfindet. Bei einer Kamera im Smartphone funktioniert das Ganze nicht so wirklich gut. Es gibt zwar mittlerweile Kameras in Smartphones, da geht's, aber auch nur, wenn ihr relativ nah an dem Smartphone dran seid. Das heißt, schaut, dass ihr hier diesen Effekt hinzufügt, und auch wenn er nicht immer perfekt ist. Ich persönlich bevorzuge es einfach, weil das die ganze Geschichte wesentlich attraktiver macht, wenn ihr euch einfach vor dem Hintergrund absetzt. Diese Thematik ist dann noch der doch wohl fast wichtigste Punkt, und zwar einerseits natürlich die Stabilisierung des Videos und andererseits die Tonqualität. Wenn wir uns die Stabilisierung des Videos als allererstes anschauen, dann sehen wir, es gibt in den allermeisten Smartphone-Kameras mittlerweile eine optische Image Stabilization. Das heißt, eure Smartphone-Linse ist von Haus aus schon im Gehäuse stabilisiert. Das heißt, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und wackelt, funktioniert das schon sehr, sehr gut, und das Ganze ist nicht ganz so wackelig, wie es eigentlich wäre. Hierzu gibt es dann tatsächlich auch noch die Sonderfunktion, dass ihr das Ganze extra stabilisiert. Das heißt, hier wird dann nochmal mehr Stabilisierung in den ganzen Prozess reingebracht, und wenn ihr dann noch zwei Hände verwendet, anstatt nur einer, die ihr filmt, habt ihr den großen Vorteil, dass das Bild einfach extrem still ist und ihr dadurch sehr, sehr gute Aufnahmen machen könnt, wenn ihr Leute zum Beispiel verfolgt, wenn ihr ihnen hinterhergeht und wenn ihr natürlich auch zum Beispiel irgendwelche Themen macht, aus dem Auto heraus etwas filmen zum Beispiel. On top kann man natürlich auch dafür einen Stabilisator kaufen, ist aber nicht unbedingt primär am Anfang notwendig.
Zweites Thema, und das hatte ich gerade schon gesagt, ist dann eben auch der Klang bzw. der Sound oder eben auch das Voice-Over. Das heißt, ihr könnt natürlich mit dem Smartphone auch schon Audio aufnehmen. Das funktioniert tatsächlich mittlerweile echt ganz gut, denn auch die Smartphone-Qualität hinsichtlich der Audioqualität ist tatsächlich schon auf einem hohen Niveau, aber eben auch nur, wenn ihr euch in einem ruhigen Raum befindet, wo kein Echo entsteht, wo keine großen Geräusche außen herum sind. Das heißt, auch hier achtet darauf, wenn ihr Voice-Overs aufnehmt, dass ihr das einfach in einem Raum tut, der still ist, wo kein Echo entsteht. Und wenn ihr tatsächlich draußen filmt, dann empfehle ich wirklich ein externes Mikrofon, denn das funktioniert einfach mit einem Smartphone-Mikrofon nicht so gut. So, das waren jetzt meine Tipps und meine Tricks, die ich euch geben kann, wie ihr noch bessere Aufnahmen mit eurem Smartphone machen könnt. Achtet ihr darauf, werden die Aufnahmen definitiv um einiges besser werden und ihr könnt euch da schon tatsächlich von der Konkurrenz, von Mitbewerbern oder einfach auch von Freunden abheben, denn die werden ja zukünftig sagen, wow, das sind mal Aufnahmen, die sie auch gern hätten, obwohl ihr dieselben Smartphones habt. Also achtet auf diese Tipps, beachtet sie und dann kann der ganzen Sache schon nicht mehr viel schief gehen. Wenn du das Ganze noch detaillierter haben willst und wir dich einfach auch bei dem Projekt vor Ort unterstützen sollen, schreib uns hier einfach direkt einen Kommentar drunter, check unsere Website aus, buch dir eine Side-by-Side-Session und dann freue ich mich, dich zu unterstützen.